Hallo und recht herzlich willkommen, meine lieben Nerds und Nerdinnen. Euer Raffamir begrüßt euch zu einem neuen Let's Play. Ja, ihr könnt euren Ohren ruhig trauen, ich bin heute ausnahmsweise mal nicht als Kapitän des Mutterschiffes in Homeworld Remastered unterwegs, sondern möchte mich nun an diesem Freitag an etwas Neues ranwagen. Normalerweise wäre ich ja heute, oder wäre heute, unser Spielhörnchen mit Bioshock Infinite an der Reihe. Da er allerdings momentan mächtig viel zu tun hat, ist er nicht mehr in der Lage, so viele Videos in einer Woche zu releasen, wie er sonst gerne releasen würde. Bevor es jetzt aber nun keine Videos mehr von uns am Freitag gibt, habe ich die Initiative ergriffen und werde, bis unser Spielhörnchen wieder Zeit hat, auch am Freitag mit einem Video präsent sein. Hoffen wir, dass bis dahin unser Lieblingshörnchen bald wieder mehr von der Ressource namens Zeit übrig haben wird. Aber worum geht es denn heute in meinem neuen Let's Play? Nun, es handelt sich um ein Jump'n'Run-Game. Erstmal so viel vorweg. Unser Kanal hatte ja bis jetzt nämlich noch kein Spiel in diesem Genre. Und wenn ich schon dabei bin, ein neues Game zu Let's Playen, dann am besten ein Jump'n'Run. Da ich mit der Super Nintendo ja eh aufgewachsen bin und Jump'n'Runs damit zu einem meiner, ja, Lieblingsgenres avanciert ist, war es also nur eine Frage der Zeit, bis auch Untold LP Stories solch ein Spiel bei sich haben sollte. Aber ich muss ehrlich gestehen, die Auswahl, also die wirklich immense Auswahl der Jump'n'Run Games in meiner Steam-Liste macht es mir nicht gerade einfach, eines rauszusuchen. Die Qual der Wahl, wie man immer so schön zu sagen pflegt. Und es war wahrlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen aller beteiligten Spiele. Am Ende standen dann drei Games für mich selbst zur Auswahl. Da haben wir einmal Gianna Sisters Twisted Dreams mit seinem richtig geilen Soundtracks, gepriesen sei Chris Hülsbeck dafür, seinem nicht zu unterschätzenden Schwierigkeitsgrad und dem coolen Twist von Gianna selber. Dann haben wir einmal Psychonauts, welches ich nicht mehr ganz so in Erinnerung habe, wie es so ist und was es macht und jenes. Allerdings weiß ich noch von dem Game, dass es von vielen Gamern, die das Jump'n'Run-Genre mögen, als absoluter Geheimtitel favoriert wird, und ich habe noch eine relativ abgefahrene Story im Hinterkopf. Also auch kein zu unterschätzendes Jump'n'Run-Game, soll auch sehr gut sein. Und dann eben Limbo, welches, wie ihr unschwer erkennen könnt, als Sieger hervorgegangen ist. Dennoch werde ich die anderen beiden Games nicht einfach so links liegen lassen, sondern werde diese in Zukunft vielleicht auch in Angriff nehmen, sei es auf meinem Einzelkanal oder eben nach Limbo selber auf unserem Untold LP Stories Kanal. Aber warum nun Limbo als nächstes Let's Play? Nun, erstens, es ist ein Jump'n'Run. Da kann man in der Regel erstmal nichts falsch machen. Ein gar wunderbares Genre in meinen Augen, denn während man für ein Rollenspiel in der Regel eine gute Story oder bei Strategiespielen eben viele verschiedene Taktiken da sein müssen, nicht zwangsläufig, aber halt in der Regel bei diesen beiden, schaffen es Jump'n'Runs auf ganz andere Art und Weise zu überzeugen, nämlich mit einer coolen Spielmechanik, einer oder besser noch mehreren atmosphärischen Welten, einem durchdachten Leveldesign und einer guten Prise an Herausforderung, also es sollte auch nicht so leicht sein, macht dann auch dementsprechend dann mehr Spaß. Zweitens ist mir Limbo damals bei einem anderen Let's Player durch seine außergewöhnliche Optik aufgefallen. Handelt sich hierbei nicht um aufwendiges 3D, keine hochauflösenden Texturen, keine Farbpracht, wie in anderen Jump'n'Runs, nein, einfach nur schlichtes Schwarz-Weiß mit verschiedenen Grau-Schattierungen dazwischen. Das hört sich erstmal langweilig an, aber lasst euch nicht davon täuschen. Also die Optik ist so gewollt und ich muss ehrlich sagen, es erschafft eine ganz eigene Art von Atmosphäre. Aber dazu werden wir in-game gleich dazu kommen. Und drittens mag ich es auch immer von Zeit zu Zeit ein Game zu daddeln, welches mir eine gewisse Herausforderung bietet. Also es sollte mich fordern und mir das Gefühl geben, dadurch, dass ich etwas erreicht habe, wenn ich in diesem Spiel was geschafft habe. Da ist zum Beispiel auch Dark Souls, welches ja gerade von Bisha gezockt wird, ein sehr schönes Beispiel dafür. Ich selbst bin nämlich auch ein großer Freund von From Softwares knüppelhartem Action-RPG. Und ja, es ist schwer, leugnen wir das nicht. Ja, und manchmal braucht man es halt eben richtig schwer. So, und soweit ich es noch in Erinnerung habe, ist Limbo auch nicht gerade so einfach. Also ich habe in Erinnerung da, es ist ein bisschen auch vom Schwierigkeitsgrad her nicht zu unterschätzen. Ja, und das wären eigentlich alle Punkte erstmal soweit, die für Limbo
sprechen. Zur Story selber gibt es eigentlich so gut wie nichts zu erzählen, außer dem einen Satz. Ungewiss über das Schicksal seiner Schwester betritt ein Junge Limbo. Das war es auch schon im Großen und Ganzen. Also die dänischen Entwickler von Playdead Studios, die verraten da nicht viel auf ihrer Steam-Shopping-Seite über das Game. Das ist so eigentlich das Einzige. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, denn das Game möchte nicht mit Worten, sondern mit Taten überzeugen. Und damit wir uns von alledem nun überzeugen können, tauchen wir nun selbst ein in die besagte Welt von Limbo. Natürlich nur, wenn mein Controller gerade nicht wieder in den Standby abdriftet. So. Ja, diese Xbox-Controller. Können immer dann aufzuarbeiten, wenn man es nicht mag. Den Schattierungen im Hintergrund zu urteilen und der Geräuschkulisse würde ich sagen, wir befinden uns in einem Wald. Irgendwo im tiefsten Walde. Und ich frage mich, wo unsere Hauptfigur gerade steckt. Oder spielen wir jemand Unsichtbares? Na, das würde keinen Sinn ergeben. Ich mag es schon schwer, aber es sollte auch nicht zu schwer sein. So, es rührt sich nichts. Ich drücke mal die Sprungtaste. Ah, guck mal, da unten leuchtet doch was. Ah, das sind Augen. Das scheint dann wohl auch unser Protagonist zu sein. Unsere Spielfigur. So, sie ist aufgestanden. Und nun können wir uns auch tatsächlich bewegen. Wirklich viel Spielmechanik hat es eigentlich nicht. Wir können lediglich laufen, springen und mit Hilfe, ich glaube, das ist der X-Button auf dem Xbox-Controller, können wir Aktionen durchführen. Das war es auch schon im Großen und Ganzen, aber mehr braucht dieses Spiel gar nicht. Wie gesagt, das reicht schon vollkommen aus. So, und hier haben wir irgendwas Leuchtendes vor unseren Füßen. Ups. Also ich habe es vorhin ein paar Minuten mal angedaddelt gehabt und anscheinend sind diese leuchtenden Schleimdinger irgendwelche Collectibles, wahrscheinlich für irgendwelche Achievements, also nichts Relevantes. Es ist mehr so, um seine eigene Sammelsucht wieder zu befriedigen. So, durchqueren wir mal diesen Wald. Hui. Ah, okay, schon unser erstes Hindernis. Stacheln. Springen wir mal drüber. So. Geschafft. Können wir nicht hoch? Da können wir jetzt nämlich an dieser Stelle die Aktionstaste nutzen. Ich glaube, das sieht man auch schön. Jedes Mal, wenn unsere Figur mit irgendeinem Objekt in der Welt interagieren kann, dann hebt er die Arme so ein bisschen nach vorne. Das sieht man hier jetzt gerade ganz schön. Und sobald ich die Aktionstaste gedrückt halte, krallt er sich das Objekt. Wir können es dann nach vorne schieben. Unser erstes kleines Rätsel sozusagen. Schlicht, aber effektiv. Ab hinunter in den Abgrund. Und man kann es auch wirklich jetzt gerade auch sehr schön sehen. Also die Welt. Oh, ist da unten etwas? Es hört sich nach Wasser an. Sehr schön. Die Welt ist wirklich mehr als atmosphärisch. Also diese schlichte Schwarz-Weiß-Geschichte reicht wirklich vollkommen aus, um einen in dieser Spielfeld wahrlich gefangen zu nehmen. Man erkennt immer gerade so viel, wie man erkennen muss, aber auch nie wirklich so viel, dass man jetzt eine relativ große Weitsicht hat. Wie beschreibt man das am besten? Die Optik ist auf der einen Seite wirklich sehr schön, trotz seiner Schlichtheit. Und dennoch irgendwie, ja, relativ isolierend.
ein bisschen trostlos. Also es erinnert mich so ein bisschen an Bishas Dark Souls auch. Nur halt hier jetzt im Jump'n'Run-Genre. Also wirklich eine außergewöhnliche Optik. Nun, hier kommen wir nicht weiter. Aber wir haben ja noch unser Boot. Ja, hier sehen wir auch wieder schön die Arme ausgestreckt. Alles klar. Können wir mit interagieren? Können das Boot jetzt noch nutzen als Plattform, um auch dieses Hindernis zu überwinden? Ja, aber lasst euch nicht davon täuschen. Die ersten Rätsel hier sind nur dazu da, um das Gehirn ein bisschen auf Betriebstemperatur zu bringen. Die Rätsel später sind schon ein bisschen schwerer, herausfordernder. Oh, jetzt war ich so sehr auf die Hintergrundkulisse fixiert, dass ich diese beiden tollen Sachen fast übersehen hätte. Da hat irgendjemand ein paar Bärenfallen hingestellt. Aber wir lassen uns natürlich nicht einfach so täuschen. Und nach diesem Hindernis setzen wir unsere Reise fort. So, da müssten wir eigentlich nur nach oben klettern. Na, noch einmal. Ja, das wird nicht ausreichen, aber ich sehe schon, was dieses Rätsel von uns verlangt. So, die Bärenfalle schieben wir mal unter dem Köder. Hoffen jetzt natürlich, dass wir nicht direkt in die Falle reinspringen. Und schwupps. Zack, hat sich die Falle den Köder geschnappt. Und dadurch, dass das Gewicht des Köders nun nicht mehr auf dem Seil liegt, haben wir auch die entsprechende Höhe, um auch hier weiterzukommen. Und ihr merkt es auch selber, die Atmosphäre wird auch dadurch sehr schön zur Geltung gebracht, dass eigentlich überhaupt nicht gesprochen wird. Und außer einer Hintergrund Kulisse, also so Hintergrundgeräusche, eigentlich gar keine Musik vorhanden ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut, unterstreicht die Atmosphäre nur umso mehr. Ah, zwei Kieselsteine, es wirkt doch ein bisschen verdächtig. Ah, habe ich mir doch gedacht. Ja, das Spiel will einem, es gönnt einem auch nichts. Auch so ein bisschen wie bei Dark Souls, auch wirklich einige Stellen, wo, wenn man relativ unvorbereitet ist, man wirklich direkt in eine Falle tappt. Da muss man quasi immer Augen und Ohren offen halten. Sich an manchen Stellen lieber erst vorsichtig herantasten. So, hier ist für uns Endstation. Denn wir können nicht schwimmen. Also unser Charakter kann nicht schwimmen. Er trinkt auch sofort, wenn er ins Wasser kommt. Und deswegen brauchen wir hier einen anderen Weg. So, wir sehen da hinten eine Liane. Eine Kiste. Wir zählen eins und eins zusammen. Und finden heraus, ja, diese Kiste ist uns wahrlich von großem Nutzen. Jawohl. So, und wie wir es schön von der Schaukel damals kennen, als wir noch alle klein waren, schön immer im Schwung mitwippen. Und wenn die Zeit gekommen ist, hoppala, sehr schön. So, jetzt spielen wir ein bisschen Tarzan und klettern von einem Ast zum anderen. Bumm. Tja, das Problem mit dem Wasser hat sich auch gerade erledigt. Da wir jetzt besagten Baumstamm, den ich noch gar nicht mal angesprochen habe, aber ihn schon als besagt abtitle, als Floß benutzen können.
Da hinten ist eine weitere Liane, Schrägstrich Seil. Aber ich denke, mit ein bisschen Anlauf dürften wir da rankommen. Alles klar. War ein bisschen knapp, aber hat funktioniert. Und da hinten ist so ein weiterer Leuchtbobbel oder Leuchtschleim. Holen wir uns den mal. Auch wenn ich jetzt einer bin, der jetzt nicht so ganz wild auf diese Collectible-Geschichte ist. Vielleicht ist es aber auch für was anderes gut. Ich weiß, ich habe den Sinn dieser Leuchtschleimhaufen noch nicht ergründen können. Ich denke mal wirklich, es dürfte nur irgendwelche Collectibles oder dergleichen sein. Und da ich nicht weiß, ob man in diesem Spiel mit Fallschaden rechnen muss, lasse ich mich mal von hier runter. Kein Problem für uns. Und weiter geht's. Ich hoffe jetzt natürlich sehr stark, dass ihr das nicht sehen werdet, was ich hier gerade sehe. Denn durch den fehlenden V-Sync habe ich hier nämlich Tearing am Bildschirm. Aber ich glaube, das dürftet ihr bei der 60 FPS, beim 60 FPS Video, was ich dann später so rausbringen werde, wahrscheinlich nicht sehen. Manch einer wird mich hier als verrückt abtiteln und wird sagen, was, du spielst ohne V-Sync? Ja, ich muss sagen, der Input-Lag bei den Eingabegeräten, wie hier zum Beispiel beim Xbox-Controller, der durch V-Sync ja halt hervorgerufen wird, den finde ich schlimmer eigentlich als das Tearing, obwohl, na, es ist so gleichwertig, aber ich würde sagen, ja, das Tearing finde ich entsprechend schlimmer. Und ich mag es schon, wenn meine Eingabegeräte eigentlich sehr exakt arbeiten. So, da oben ist auch eine Bärenfalle, aber an die kommen wir so nicht ran. Ja, schauen wir mal weiter. Vielleicht löst sich das Problem ja von selbst. Hoppala. Da möchte irgendetwas wohl nicht, dass wir weitergehen. Nee, ganz bestimmt nicht. Oh, habt ihr dieses Klimpern im Hintergrund gehört? Irre ich mich oder hat sich diese Bärenfalle da oben bewegt? Probieren wir es nochmal aus. So, er visiert uns an. Wir laufen weg. Ha, so einfach geht das. Und wir können, jo, wir können sie schnappen. Und ich habe da schon einen Plan. Stellen wir sie mal unten hin. Und, ich weiß nicht. Aber wenn ich mir die Form von diesem Wesen mal ansehe, ich glaube, ihr könnt euch auch... Oh, fuck! Oh, da war ich jetzt unvorsichtig. Verdammt! Da war ich nämlich gerade noch in seiner Range gewesen. Ach, Herrgott. Ja, so schnell kann das passieren in diesem Game. Du guckst einmal nicht hin und weg bist du. Er visiert an. Er visiert an. Wir legen die Falle hin und... Also worauf ich hinaus wollte, also ihr seht wahrscheinlich schon an der Form, was das für ein Vieh ist und ja, ich sag mal so, immer der letzte, das letzte Bein. Und ich rechne da schon mal mit dem Schlimmsten, was es sich dabei handeln könnte. Ja, und den Bewegungen nachzuurteilen, es war eine riesige Spinne. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich hasse Spinnen. Ich habe keine, wie nennt man das? Arachnophobie gegen Spinnen. Also so schlimm ist es nicht, aber ich mag sie nicht. Ich weiß nicht, ob es an ihren
an ihren Bewegungen liegt oder an ihrem äußeren Erscheinungsbild als solches, aber ich mag keine Spinnen. Spinnennetze. Hallo? Oh. Wir können uns nicht bewegen. Ich drücke die Sprungtaste wie ein Irrer, aber oh Gott. Oh nee, bitte, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, da hat sie uns. Da hat sie uns in ihren Fängen. Wir kommen nicht mehr weg. Und so endeten wir als Mahlzeit. Ja, da zieht sie wieder von dann. Tja, da sind wir nun. Eingewoben in einem Kokon. Und damit ich es euch für euch ganz schlimm mache, mache ich an dieser Stelle einfach mal Stopp. Und bleiben wir im Ungewissen. Werden wir es schaffen? Werden wir uns aus dem Kokon retten können? Oder werden wir als Futter für die Spinne dienen? Tja. Das seht ihr alles in der nächsten Folge. Und wir stellen uns abermals die Frage, warum ausgerechnet eine Spinne? Warum ausgerechnet eine verflucht große Spinne? Warum kann es kein Teddybär sein? Naja, wie ich sehe, habt ihr es bis zur Endcard geschafft. Das heißt, ihr habt das Video tapfer bis zu Ende euch angeschaut. Ich bin wirklich wahrlich stolz auf euch. Weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, weil, ja, Spinne, bäh. Falls euch das neueste Let's Play von uns gefallen haben sollte, wäre ein Daumen nach oben sehr schön, damit ich weiß, woran ich bin. Und falls ihr über neue Folgen von uns informiert werden wollt, dann könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss und bis zur nächsten Folge von Limbo, ein Kokon auf Wanderschaft. Bis dann!